Tag, liebe Leute. Willkommen zu Dark Souls 3. In unserem durchgenudelt auf Stream Inc. bzw. auf Game Inc. Je nachdem, wo ihr es guckt, auf unserem YouTube-Kanal oder nicht. Das Mikrofon ist an, wir drücken auf Fortfahren und wir werden ein bisschen. Wir machen ein bisschen Plausch heute Nachmittag. Guck mal, ich habe mir auch mal dieses Kissen, was mir von der Community, was mal gebastelt wurde zu Overlord, habe ich hier mal mit dabei, weil ich finde das eigentlich ganz witzig, dieses Kissen. So. Und jetzt holen wir uns noch den Chat hier wunderbar, dass hier alles läuft. Viele Leute gucken auch schon wieder zu. Und ich freue mich, wenn ihr dabei seid und mit mir mein Erlebnis, muss man ja sagen, teilen wollt. Jetzt muss ich mich ganz kurz reorientieren. Ah, okay. Ich stehe richtig, alles cool. Alter, der hat einen Flammenberg. Spricht man das so aus? Der ist auch gar nicht mal schlecht, damit einzugehen. Hey, der ist ein bisschen härter drauf. Nicht runterfallen. So. Keine Chance. Dieses Schwert hätte ich gerne haben wollen. Das ist eigentlich prinzipiell ganz gut. Was steht hier? Vorsicht, rechts. Wir öffnen mal die Tür. Drei Flakons haben wir. Sehr schön. Hä? Okay. Ich weiß, wo ich bin. Jetzt sind wir genau da wieder beim Feuer. Das heißt, wir gehen jetzt da mal hier lang. Wo diese Dartschützen uns auflauten. Hier, ja, genau. Euch verlegen, meine ich. Shit! Boah, das war jetzt perfekt zwei getroffen, sehe ich das richtig? Scheiße. Darauf einen Schluck. Ich habe auch schon wieder vergessen, die Zeit zu starten. So. Okay. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie es Sinn macht, hier. Ich mache jetzt was ganz. Ich mache es jetzt ganz billig. Wie man hier am besten vorgeht. Wir gehen dann da mal weiter und gucken uns das Gebiet noch weiter an. Was ich ein bisschen schade finde. Oder was heißt schade finde? Ich habe noch keine Rüstung gefunden. So ein Set. Da hätte ich mal Bock drauf. Aber das finden wir bestimmt noch. Ich hoffe nicht allzu. Immer wenn ich hier bin, denke ich mir so, Undertburg, erstes Feuer. Da wo es dann hoch auf die Brücke geht, oder eben zum ersten Endgegner. So kommt mir das hier immer ein bisschen vor. So, wir haben es ja relativ nah von hier. Nehmen wir die noch mit. Soll der Geiz. Ah, der hat auch noch was fallen gelassen. Das ist super oder was? Arbeiterhut. Da haben wir jetzt theoretisch das Arbeiterset zusammen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich muss denn auch mal die lernen. Ja.
Abfall, aber danke ich doch. Okay. Aber es ist eine ganz schnieke Sache. Ah! Jetzt habe ich dich wieder vergessen. Aber ich habe ihn geblockt. Irgendwann lässt du dir das Schwert fallen. Reif des weißen Pfads. Ich habe mittlerweile auch gerafft. Heilungshilfe. Wandlungsofen. Wie man hier Sunbro wird, glaube ich. Oder Nachricht. Hä? Gegenstandseffekt. Ah, hier, das habe ich gesucht. Krieger des Sonnenlichts. Hier. Und jetzt bin ich Sunbro. So einfach geht's. Habe ich nicht gerafft. Ich habe mir vorhin aber zufällig in einem Video gesehen. Habe ich nämlich mal kurz gelunzt. Das geht. Aber der hat was fallen gelassen. Arbeiterhandschuhe. Ich glaube, die haben wir schon. Okay, versuchen wir das nochmal. Das war's mit Pferd. Zack. Habe ich dich runtergeschmissen? Okay, hier ist. Okay. Da können wir gar nichts, nämlich. Na, der rüstet immerhin schon mal seine Handaxt aus. Zack. Schwindende Seele. Ist die Frage. Kommen wir da wieder hoch? Ich muss das so sagen. Wir haben auch tatsächlich eine Stimme. Zack. Okay, das hat er nicht gekillt. Was liegt hier? Brandbombe. Alles klar. Von irgendwo wird doch noch geschossen. Okay, gehen wir mal hier hin. Was liegt hier? Plankenschild. Freund voraus. Another Nana disappeared. Noch eine Omi dahin. He ever has his cage. And Nana's never coming back. So come into the cage and become Nana's shade. Okay. Another Nana disappeared. So grant and carry the cage. Vorsicht, eiliger. Ah, Moment. Machen wir da hoch. Da
hinten sind wir, haben wir diesen ersten Endgegner besiegt. Ich nenne jetzt einfach mal den ersten. Ah, guck mal, da liegt noch was. Hä? So. Knochen. Auch das Holz sieht so super aus mittlerweile. Da falle ich doch zu tief. Ah, okay. Naja. Okay, damit kann ich leben, mit diesem Fallschaden. Aber ich meine mich zu erinnern. Ja, da ist doch wieder so ein Kollege hier. Machen wir doch mal den hier. Zack. Kommt jetzt die Treppe hoch. Tatsache. Zack. Es ist so dumm, aber was soll ich machen, ne? Man muss das Spiel, schenkt einem nichts und man sollte dem Spiel auch nichts schenken. Oh nein, jetzt fällt er da ganz nach unten. Na gut. Dann müssen wir uns wohl mal da nach unten kämpfen. Hier ist auch nichts mehr, oder? Jetzt ist aber guter Rat teuer, meine Lieben. Ich will doch nicht in die Kirche. Man warnte mich davor. Ich will da aber auch nicht runterspringen, wenn ich ehrlich bin. Das sieht nicht so aus, als wäre das eine Höhe, die ich überlebe. Bin ich jetzt blind, oder? Komme ich denn da auch irgendwie runter? Halbwegs unbeschadet. Ich könnte vielleicht auf das Dach hier springen. Wenn das geht. Das sieht nicht so aus, als würde ich so einen Fall überleben. Hier ist aber auch alles verschüttet. Geht's vielleicht hier einfach ganz plump weiter? Hm. Try the normal way. Und wir kommen da ja auch relativ schnell hin. Und die Abkürzung. Schön verschachtelt. Ach, genau. Du warst ja auch noch da. Ist nur noch der eine Hansel da. Der soll mir aber keine Sorgen machen. Ah, der Weg dorthin. An den Leuten vorbei. Aber egal, das gehört dazu. Wieso sind das so viele? Welchen Weg ich gehe. Fuck. Das war dumm. Das war einfach nur dumm. Die Frage ist jetzt aber für mich, wo gehe ich weiter? Again.
kommt der jetzt her? Ich hab dich gehört. Nein, nein, lass mal gut sein. Lass mal gut sein, Junge. Ich habe so das Gefühl, man kann sich nicht ganz darauf verlassen. Auch mal mit dem Scheiß zu schmeißen. Was soll denn das? Ich fühle mich verfolgt. Das ist eine sehr schlechte Situation. Wo ist das Ding da hingefallen? Ernsthaft? Wo ist es hingefallen? Das finde ich nicht witzig. Hä? Ich habe das doch abgeschnitten und dann... Oder nicht? Ich hab's nicht. Okay. Ja, ich dachte mir jetzt auch schon, dass es wahrscheinlich an der Kante liegen wird. Okay. Dann müssen wir uns da wohl wieder hinkehren. Scheiße, Mann. Aber ein bisschen komisch ist das schon, findet ihr nicht? Versucht jetzt einfach durchzurennen, oder? Ne, guck mal, jetzt hängt es da wieder.
irgendwie anders gehen, liebe Leute. Kann ich es einfach direkt nehmen? Vielleicht, wenn ich das von der Seite abschneide. Scheiße. Ha! Nein! Bin ich da zwischenzeitlich gestorben? Das würde ich ja überleben, würde ich behaupten. Hier komme ich doch bestimmt rüber. Nein, komme ich nicht rüber. Okay, dann gehen wir da jetzt nochmal hin. Wir haben gesehen, da liegt es und alles cool. Müssen dann nur schnell hinkommen. Alter! Der mir da noch eine mitgibt, her. Soll vielleicht das Schild auch ausrüsten. Rennen da jetzt einfach hin. Wird schon mal richtig sein. Wenn nicht, dann fühle ich mich einfach hart verarscht. Und wenn, das ist nichts Cooles. Ist er da jetzt bitter runtergefallen? Tatsache. Guck, da liegt es doch mitten auf dem Weg. Flammensteinplattenring. Das ist, glaube ich, gar nicht mal verkehrt. Ziehen wir den doch auch mal an. Oder geht der kaputt? Erhöht Feuerschadensminimierung. Ey, was man hat, hat man, sag ich mal. Geil! So, jetzt ist die Frage, wo zur Hölle geht's weiter? Denn da bin ich jetzt gerade doch ein bisschen überfragt. Sitzt der nicht mehr da? Der sitzt nicht mehr da. Sollen wir hier reingehen? Sollen wir hier reingehen? Können wir uns hier beschwören lassen? Machen wir doch mal das. Vielleicht habt ihr, falls jemand zuguckt, der das gespielt hat und weiter ist wie ich, so jemand wie Dopadude, der kann mir vielleicht bestimmt sagen, wo ich jetzt weiter muss. Ob ich durch die Kirche muss, weil bei dem einen Ding ist ja, oder muss ich dieses Ding opfern, diesen Hüftknochen? Wir werden eine andere Welt beschworen. Yes! Hol doch das Katana-Schwert. Wo ist denn das? Wo ist das Katana-Schwert? Das würde mich interessieren. Solche Hinweise gerne. Wo Items liegen. Interessante. Gott. Yes. Geile Meile. Typ, wo du weggelaufen bist. Vor dem Nexus. Ah, okay, okay. Alles klar. Wo ich weggelaufen bin. Das war ein taktisch kluger, wohlüberlegter Rückzug. Bei dem sitzt er noch da. Bei mir sitzt er da nicht mehr. Ah, der hat aber die auch noch nicht befreit.
steht doch da. So Leute, der wartet wahrscheinlich noch auf jemanden. Was steht doch da? Ehepartner voraus. Ah, Lügner! Ach, der ist da noch gar nicht hingegangen. So sieht es aus. Ich finde es cool. Nix gibt's. Willst du nicht, dass ich mit dir spiele? Okay. Der will einfach nicht. Das Katana benutzt jeder. Ist ja auch gut. Katana hätte ich eigentlich auch Lust. Wisst ihr was, Leute? Dann würde ich nämlich sagen, ist der einfach gegangen. Gehen wir zum Feuer und versuchen den nochmal. Scary, scary skeletons. Was ist hier zur Hölle los? Ich bezüchtige das Bugs. It's getting closer. Komplett verfehlt. So, reisen wir doch mal in den Nexus. Ich hätte ihm gern geholfen. Aber okay, der wollte wahrscheinlich nicht. Jetzt ist meine Frage. Wo finde ich das Großschwert? Kann ich das schon holen oder nicht? Das ist das, was ich mich frage, weil ich finde das Großschwert immer total geil. Jetzt schauen wir doch mal hier ein bisschen den Nexus ab, ob da irgendwo jemand steht. Ah, guck mal, wen haben wir denn hier? I'm Kindle, Darwin. And fast on the trail of the Lords absconded. Then these red eyes are for you. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Das ist doch. Ich trau dem nicht. Pillage embers for briefly heightened strength for your duty. What else are unkindled ashes good for? Sneaky Bastard. Ich kann mir schon vorstellen, was du hier machst. Weh, der bringt mir die Leute hier um. Wenn es so einer ist. Hier haben wir uns noch nicht umgeguckt. Guck mal, wer da sitzt. Champion of Ash, welcome back. I was not meant to be a firekeeper, but I am honored to serve you beside the bonfire. The gods are ever merciful. My gratitude lies with them and with you. I am yours now. Your wish is my command. Wunder erlernen, was haben wir denn?
1000 heilen. 1000 kostet mich das. Bin ich aber großer Freund von. Da bin ich großer, großer Freund von. Gegenstand kaufen. Was hast du denn? Erlaubt einstimmen zusätzlicher Zauber. Das ist natürlich nicht schlecht. Das merken wir uns mal. Oh. Hier ist aber Zappeduschter. Aber wir haben jetzt... Genauso sollte Dark Souls 2 aussehen. Nur wo sitzt der Meister hier, der sie beschützt? Gucken wir mal, ob der uns was zu sagen hat. Oh, our champion, I would do anything. Then shall we begin, bearer of the dark side? Ah, ich kann sogar. Wir könnten hier auf Glaube gehen, dann kann ich die gleich einsetzen. Wir sind Stufe 30! Alter, 16 Leute, was ist da los? Be safe. We will. Dann werde ich nämlich mal die Zauberei ändern. Ach, super ist es. Hast du mir vielleicht was zu sagen? What a sick joke. Asking us to seek the Lords of Cinder. We're talking true legends. Those who would look the fire. Alter. Wie du auch, ich trau keinem. Niemand, weil ich schon zu oft verarscht wurde in diesem Spiel. Fuck. Und ich muss wahrscheinlich durch diese Kirche gehen. Deswegen werden wir das jetzt gleich versuchen. Nachdem wir aber uns das Katana geholt haben und ob ich das schaffen werde, alles, sehen wir jetzt dann gleich in der nächsten Folge oder gleich hier im Anschluss auf Stream Inc.